Grüßt euch zusammen, Leute. Einen wunderschönen guten Morgen. So, heute machen wir mal das Video, wo wir gesagt haben, ich der Botschaft. Genau. Aber erst einmal. Genau, ich will bloß mal dazu zeigen. Schau da mal her. Du musst nämlich dabei etwas arbeiten. Einen Haufen Tomaten habe ich wieder runtergeholt. Und die werden wir jetzt ein bisschen verarbeiten, indem dass wir auch was erzählen. Ne? So. Und schauen am ganzen Topf gelbe auch noch. Das war es eigentlich, mehr wollte genau. Ich nicht zeigen. So, jetzt gehen wir mal dann eben, wenn ich einen Ausweis, wie gesagt, das ist jetzt wieder mehr für die Leute, die hier schon wohnen. Wen es halt interessiert. Oder wen es halt interessiert, ja. Auch. Ne? Und zwar, meiner ist jetzt abgelaufen gewesen, mein Pass. Ich habe einen Reisepass gehabt, der ist abgelaufen gewesen. Meiner Frau, ihrer, der läuft erst im Dezember ab, aber wir haben halt gleich beide neu beantragt. Mhm. Ne? Wir haben aber diesmal jetzt keinen Reisepass, sondern nur einen Personalausweis, der reicht uns. Mhm. Dann ist Folgendes, wenn ihr jetzt hier lebt in Ungarn und ihr habt die ungarische Krankenkassenkarte, dann schaut da mal drauf, die gilt nämlich nur so lange, wie euer Reisepass oder beziehungsweise euer Pass gültig ist. Dann läuft die aus und dann kriegt ihr keine neue Krankenversicherungskarte von der ungarischen Versicherung. Bei uns ist es nämlich so passiert. Boom. Deswegen sind wir nämlich genau. Auch auf dieses ganze Thema gestoßen. Genau. Der Lutz, der hat nämlich von der Krankenkasse eine Information bekommen. Er soll mit seinem Reisepass hinkommen, weil der ist abgelaufen mit einem neuen Reisepass oder Personalausweis, damit er die neue Teilkarte bekommt. Hm? Und darauf haben wir reingeschaut und, mächtiger Gott, der Reisepass ist ja abgelaufen. Genau. So, und dann, okay, ich fange mal so an. Es ist eigentlich gar nicht, wirklich nicht schlimm. Man geht in die deutsche Botschaft Budapest. Im Internet, in die App rein. Und in der App, da sind dann lauter Hinweise, was man machen will. Und da ist dann auch der eine Hinweis für Personalausweis, Reisepässe, sonstiges. Da klickt man dann drauf, dann wird es aufgemacht und dann wird es nochmal unterteilt, unter 16 Jahre, über 16 Jahre. Ja, das ist alles etwas schon selbsterklärend. Ist eigentlich wirklich eine schöne App, muss ich wirklich sagen. Dann kommt man zu einem Link, der sagt, die erforderlichen Unterlagen für die Beantragung eines Personalausweises zeigen. Ich weiß nicht, wenn ich es zeige, das bringt immer nichts. Ich erzähle es euch. Und das kann man sich sehr gut ausdrucken. Und dann kann man die Liste wunderbar abarbeiten. Was da steht dann braucht. Da, was man alles braucht. Hm? Der Antrag, den kann man sich runterladen. Den kann man im PDF auch schon ausfüllen und dann ausdrucken, wer die Möglichkeit hat. Man weiß ja immer nicht, ob jeder die Möglichkeit hat, so wie wir. Wir können es halt. Wir können das ausfüllen, ausdrucken. Und fertig. Und dann gibt es da noch viele, da brauchst du Bild, Geburtsurkunde, Abmeldebescheinigung. Alles von original. Deutschland. Original. Und, ja, genau. Und alles Originalunterlagen. Wenn du das alles hast, in unserem Fall muss dann nämlich jeder einen Termin machen. Du kannst nicht zusammen in ein Zimmer, wir dachten ja, das sind Zimmer. Wir haben es ja vorher auch noch nicht gesehen. Dann gehst du dann wieder in einen anderen Link rein, da kannst du dann die Termine machen. Machen, genau. Die Termine machen. Ja, und dann ist es eigentlich. Ich hatte damals jetzt dann noch für uns überall Kopien gemacht, weil ich jetzt nicht wusste, ist er, wenn er vorher und ich hinterher, wir hatten Glück, jeder nacheinander gleich für die Termine. Dann habe ich nochmal alles in Kopie gemacht. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen so. Und dann war es eigentlich so, wie wir dann da hingekommen sind. Also ich hatte um 1:30 meinen Termin, weil da war dann bei denen die Mittagszeit rum. Und die Evi ist halt auch mit rein, dann haben wir beide gleichzeitig reingekonnt. Mhm. Normalerweise dürft da nur einer rein, und zwar das ist so Vorraum. Da müsst ihr dann euer Handy, müsst ihr dann in so ein abschließbares Fach reinlegen, das dürft ihr nicht mit reinnehmen. Wirst halt gescannt. Genau, und dann wirst halt, ob es halt, was weiß ich, ne, ist ja wurscht. Mhm. Taschen wird reingeschaut.
So, dann haben wir also beide haben wir gleichzeitig reingekommen. Der Herr da an der am Schalter, der hat dann auch gleich beide unsere Unterlagen gemacht. Da muss ich unterbrechen. Das sind keine Zimmer, das genau, ist ein kompletter Raum. Eigentlich nur kompletter, wie, ich sage jetzt wie eine Schalterhalle. Das waren eins, zwei, drei Schalter. Ja. Und da waren aber auch wirklich schon verschiedene Leute drinnen, die dort nicht schon gesessen sind, halt alle mit Termin. Ja, und dann ist so, Fotos könnt ihr dort machen. Da sind zwei Kabinen drin, wo man Fotos machen kann. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist. Wir haben jetzt zum Beispiel, da geht es ja dann um diesen biometrischen Ausweis, Lichtbild, glaube für einen Reisepass. Ja, ob der jetzt dann dort drin, ich schätze mal, dass man den da auch machen kann. Und wir haben eigentlich für unseren Personalausweis, komischerweise, wir haben die beim Fotografen machen lassen, in Schierfock, und da haben die Bilder ausgereicht. Ja, die hatte uns aber vorher auch schon gefragt, ob wir das jetzt für ein Dokument brauchen. Und genau. Dann haben wir gesagt, ja. Und die waren ausreichend, die Bilder. Ja. Weil, wenn die Bilder nicht passen, das weiß ich auch jetzt erst, dann musst du schauen, dass du die 2000 Forint, das kostet es, 2000 Forint, gleich in 2000 Forint hast. Und nicht erst in den 10.000 oder sonstiges, weil die haben immer nicht so viel Geld zum Wechseln. Nee, die musst du ja, glaube ich, in den Automaten einstecken. Ja, deswegen. Aber wenn du es nicht hast, ja, genau. Zum Wechseln, das genau. machen die nicht gerne. Ja, genau. Das ist uns nämlich auch aufgefallen. Das hatten wir vorher nämlich auch schon alles reingetan. Ne? Ja. 2.000 zum Wechseln. Und, wie wir, und dann haben wir noch 2.000 rein für den, weil wir den nicht in Budapest abholen, den aus, die Pässe dann, sondern die lassen wir uns zuschicken. Und das kostet auch 2.000 Forint. Oh. So. Das haben wir jetzt alles schon praktisch in unseren Plastikdinger da neigelegt. Genau, alles schön neigelegt. Und haben das halt nein. Wir haben da gar nicht böse gedacht. Wir haben gedacht, okay, ist alles zum Zahlen, was soll's. Genau. Na, dann sagt, jetzt scannen wir es aber ganz schnell ganz mal das Geld raus. Da habe ich gesagt, ja, das ist doch fürs Bezahlen, ne? Also für die Fotos und das. Und er hat gesagt, nein, das dürfen wir nicht. Das müssen dürfen Sie raus tun. Tun Sie das bitte raus. Also gut, hat er gesagt, ich weiß, dass das wahrscheinlich so ist. Ne? Ja, da hat er es halt wieder zurückgeschoben und da haben wir das Geld dann rausgetan. Ne? Also wie gesagt, wir brauchten keine Fotos machen. Mhm. Ne? Und dann haben wir dann, ja wie gesagt, und dann hat er also unsere zwei Anträge auch gleichzeitig bearbeitet, der eine. Ja. Das hat so für uns zwei, so 20, 25 Minuten hat es ungefähr gedauert. Mhm. Dann war das also fertig. Naja, und dann hast du halt unterscheidet, dann gibt er da dann den so einen ausgedruckten Dingi, da musst du dann die ganzen Daten kontrollieren. Ja, genau. Und da muss man die unterschreiben, die muss man aber bei ihm unterschreiben. Und da gibt er extra einen Stift, ich weiß nicht, das ist besonderer, wahrscheinlich damit man die Unterschrift besser lesen kann durch die Übermittlungen. Dann muss man die zwei Zeigefinger da auf den Scanner drauflegen. Ja, und ich weiß gar nicht, ob das sind da, ich denke, das ist überall das Gleiche. Vermutlich, vermuten wir mal. So, und dann haben wir das gemacht und dann war eigentlich fast die ganze Prozedur zu Ende. Dann hat er uns nur noch zwei Schreiben mitgegeben und zwar ist das dann für die Zusendung PIN-Book oder, ne? PIN da kriegst du nämlich dann so einen Brief von der Bundesdruckerei. So ein Bindbook ist das und da muss man dann, wenn man den kriegt, muss man dann das Ding da ausfüllen und dann kann man eben dann, entweder man fährt wieder nach Budapest oder man kann es auch über einscannen und über Internet an die Botschaft schicken. Ja, weil da steht auch unten schon die Adresse, wo das hingeschickt werden kann per E-Mail. Genau. Das ist sehr, sehr gut vorbereitet. Also das hat mir, muss ich sagen, dass wir sowas noch nie gemacht haben. Du musst das schon jetzt so viel per Online machen. Das war wirklich einfach, auch für Ältere, selbsterklärend. Ja. Das ist schon gut. Ja. Gut, jetzt dauert das natürlich 4 bis 6 Wochen. 4 bis 6 Wochen vier hat bis er sechs gesagt, Wochen, ja. Bis das kommt. Ja. Uns werden die zugeschickt. Aber erst wenn die PIN da ist, das müssen wir dann weitergeben. Und wenn sie die PIN erhalten haben, dann kriegen wir unsere Personalausweise zugeschickt. Genau. So. Ne? Genau, so, vielleicht können wir jetzt auch ein bisschen was über die Kosten sagen. Und das Ganze hat jetzt gekostet. So, also hier, da haben wir es. Ne? Also kostet 67 Euro.
Dann, das sind 5.000, also das kommt auf den Tageskurs drauf an. Deswegen kann man das eigentlich nur entweder mit Karte machen, von einem ungarischen Konto, weil es in Forint abgezogen wird, oder beziehungsweise bar bezahlen. In Euro könnt ihr das nicht bezahlen. So, und es sind dann 25.400 gewesen. Einer. Einer, genau, einer, wohlgemerkt. Insgesamt haben wir und dann 55,4, glaube ich, schon. Ja, also, ja. Und jetzt warte mal, und dann kommt noch einmal 2.300 Forint, kommen wir noch mal drauf für die Zusendung, für den Versand dann. So, und, wie gesagt, und dann haben wir insgesamt, haben wir, glaube ich, so 55 oder 56.000 haben wir, glaube ich, bezahlt, so ungefähr. Genau da. Dann, was ich sagen wollte, was jetzt Parkplatz. Mit Parkplatz ist, wie manche schreiben in die Mediendinger, in die Social Media oder wie sie schreiben, da gibt es keine Parkplätze, das stimmt überhaupt nicht. Man kann fast bis an die Botschaft hinfahren. Da könnt ihr also parken, es ist nur recht teuer. Genau. Es ist wirklich teuer. Aber wir waren also, teuer. Wir waren also da unten, da oben, weil wir gesagt haben, wir fahren eher und schauen uns ein wenig noch um. Wir waren also na, knappe 4 Stunden. Ja, und die haben halt 3.300 Forint, was knapp 9 Euro waren. Es ist recht teuer. Mhm. So, wenn ihr dann auffahrt und parkt da oben, dann bevor ihr wieder auf diese Schranke kommt, wo man reinfahren kann, ist auf der linken Seite ein Automat. Da könnt ihr das dann bezahlen. Die Parkgebühren. Genau, da könnt ihr die Parkgebühren bezahlen. Also ist auch kein Problem. Wie gesagt, ihr könnt fast bis an die Botschaft hinfahren. Ja. Wenn ihr unten gleich am Anfang irgendwie parkt, wo ihr reinfahrt, gut, dann habt ihr vielleicht noch so 100 Meter. Wenn ihr oben weiter einen Parkplatz kriegt, dann habt ihr noch so 30, 40 Meter. Also man kann da parken. Die Leute, die waren sehr freundlich. Genau, die waren sehr freundlich, sprechen auch Deutsch sagen. Unter anderem. Ja. Sind deutschsprachig, ne? Genau, alles, ja, alles. Also das ist dann auch kein Problem. Ja, was haben wir noch? Ach ja, was ich noch sagen wollte, ja, dann haben wir uns in der Zeit einmal 2 Kaffee gekauft. Ne? Ja, naja, gut, das ist Budapest, Touristen, ja, für 2 mittlere Kaffee ohne Milch. Haben wir 3.100 Forint bezahlt. Ja. Das waren umgerechnet gute... Naja, es sind danach schon 8 Euro, mal 8 Euro mal ungefähr. Ja. Ne? Ja. Also ist ne? Schon, aber nebendran haben wir geschaut, da war dann von dem Jamie Oliver, ja, war ein Restaurant. Jamie, ja. Ne? Da haben wir mal geschaut auf die Preisliste, ja, da hat ja Anna schon 3.100 gekostet. Anna, wohlgemerkt. Ja, ne? Ja, und wie schon gesagt, es ist wirklich alles nicht so schwer. Ja, genau, ist eigentlich Ding. Mhm. So, und jetzt haben wir noch was anderes. Und zwar geht es jetzt darum, wenn man jetzt also nicht selber kann. Mhm. Das sind auch so viele Dinge, wo sie da auf ihre Social Media, man kann also Dinge, was schon, wenn du jetzt eben nicht reisefähig bist, der ist ärztlich bestätigt und alles, das sind lauter so Sachen, wo sie da rumschreiben. Da kann man also dann einfach die Vollmacht von dem anderen unterschreiben lassen und so. Vergisst es, Leute. Wir haben ja die offizielle Dinge, die Ansage von der Botschaft, und zwar steht da drin, sehr geehrter Herr Blablabla, ne? Bei dauerhaft ärztlicher bestätigter Nichtreisefähigkeit kann ein vorläufiger Reisepass durch eine bevollmächtigte Person beantragt werden. Zu den regulären Unterlagen muss dann noch die ärztliche Bestätigung und eine notariell beglaubigte Vollmacht vorgelegt werden. Also nicht einfach Vollmacht unterschreiben lassen von dem, das gibt es nicht, sondern es muss notariell beglaubigt werden. Weil sonst könnte ja jeder da irgendwas an Pass machen lassen, so ungefähr. Ja. Das ist ja doch ein Dokument, ne? Ist ein Dokument, genau. Mhm. Ne? Na, und wie ihr so hört jetzt, ich denke, das Wichtigste haben wir gesagt, heute regnet es so schön. Genau. Wir waren nämlich vorhin draußen und wollten gießen und dann hat es angefangen zu regnen. Oh, wunderbar, brauchen wir nicht. Können wir uns hersetzen, können wir das Video mal machen. Genau. Am Sonntag ist ja unser Feiertag, Nationalfeiertag. Und wo richtig, also hier richtig, richtig groß gefeiert wird. Mhm. Mit Feuerwerke überall am Balaton in Budapest. Das wird wieder alles gerammelt voll sein. Die sind auch sehr schön. Wer natürlich das gerne mag, das ist wirklich sehr, sehr schön. Das ist der Nationalfeiertag
Und das ist auch diese erste Gründung von Ungarn, der Sankt, der Istvan. Im Jahre 1000 hat er dieses Christentum hier nach Ungarn gebracht. Damit ich ja nichts Falsches erzähle. Ja, weil da steht auch, wenn man öfters immer wieder andere Seiten liest, da steht es dann auch wieder ein wenig anders drin. Und der wird auch da, an dem wird dann auch gedacht und gewürdigt. Und wie schon gesagt, der wird sehr, sehr groß gefeiert. Naja, schauen wir mal. Genau. So, und jetzt das war es eigentlich jetzt im Moment. Im Moment war es nicht mehr. Wie gesagt, das Hinfahren an die Botschaft war also jetzt einwandfrei gegangen. Ja. Zurück war es dann wieder wegen stressig, weil dann war es so 20 nach 2, wie wir wieder zurückgefahren sind. Mhm. Ja, und da war natürlich wieder Budapest dicht. Ja. Aber es ging eigentlich ganz gut. Das nächste Mal haben wir gesagt, wenn wir wieder mal laufen müssen, dann fahren wir einfach mit dem Zug. Das probieren wir aus. Genau, das probieren wir mal aus. Ja. Weil, wie gesagt, wir brauchen keinen Zug fahren, wir brauchen bezahlen. Wir brauchen keinen Bus bezahlen, also machen wir das nächste Mal das mit dem Bus. Zug und Bus. Zug und Bus, genau. Und übrigens, das ist auch sehr gut beschrieben. Ja, genau. Auch in dieser Budapest Online-Seite ist wirklich auch das sehr, sehr gut beschrieben, wie man da mit dem Bus dann an die Botschaft hinkommt. Und deswegen sage ich ja, die hat mir sehr gut gefallen. Also ist sehr gut aufgezogen. Ja, gut, und das wäre es dann eigentlich. Und wenn ihr jetzt also noch Fragen habt, dann könnt ihr es ja in die Kommentare reinschreiben. Ja, damit das jetzt auch falls wir was vergessen haben. Ja, weil wir ja das auch immer wirklich frei Schnauze machen. Genau. Ich sage es jetzt wirklich mal so. Dann kann das möglich sein, dass man, wenn man alles erzählt hat, Mensch, haben wir jetzt alles gesagt. Also Preise, wie es geht, haben wir gesagt. Die Preise haben wir gesagt, wie es parken ist, haben wir gesagt, das war es eigentlich. Genau. Ich hoffe, dass es auch etwas Interesse erweckt, die das auch machen müssen. In diesem Sinne wünschen wir euch noch ein wunderschönes Wochenende. Genau. Wir werden am Sonntag den Tag auch genießen. Mal gucken, ob wir vielleicht ein bisschen was unternehmen. Nicht so weit weg, weil Tourismus ist ja natürlich jetzt momentan schon sehr schlimm und gerade bei so einem Feiertag ist alles voll. Ja, da wird wieder heute Nachmittag, da wird wieder alles Richtung Balaton fahren. Ja. Da ist die Autobahn, genau, die sieht man wieder vom Budapest, die ist wieder dicht. Das ist wieder ein Auto nach dem anderen dann. Mhm. Ne? In diesem Sinne, genau, ne? Machen wir dann das nächste Video irgendwann, wo wir dann erzählt haben. Ja, ne? Und dann sagen wir mal tschüss, wie gesagt, ein schönes Wochenende für euch und bis zum nächsten Mal. Ich mache jetzt mal einen Tomatensaft und dann schauen wir weiter. Dann zeige ich euch das nächste Mal auch, was ich schon alles gemacht habe, wie fleißig das ich war. Tschüss! Hast du es jetzt? Tschüss!